Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute zusammen eine Sofa bzw. eine Couch zusammen machen. Und das Coole ist, es geht total einfach, super schnell und ihr habt alles dafür zu Hause. Da bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Das sind die Sachen, die ihr braucht. Ein Stift, dann Stoff, eine Schere, ein Tonpapier eurer Farbwahl. Hier ist nochmal Stoff. Dann braucht ihr einen Flüssigkleber und ganz wichtig Tempos. Ganz normale Tempos. Ich habe jetzt hier 4 Stück und dann braucht ihr nochmal 4 Stück als Armlehne. Davon habe ich 2. Genau, und hier hinten als Rückenlehne benutzen wir Tonpapier. Mehr braucht ihr für dieses Sofa nicht. Zuerst überziehen wir alle Teile, die wir haben, mit unserem Stück Stoff. Ich habe hier eins aus dem Teddy. Ich kann das euch sehr empfehlen, da es sehr dünn ist, schon eher papierartig. Und dann könnt ihr das sehr gut da drauf kleben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. So, jetzt braucht ihr den Flüssigkleber. Und da klebt ihr jetzt einfach auf alle Seiten etwas drauf. So, das erste ist jetzt fertig. Und jetzt macht ihr das zweite genauso. So, die beiden Armlehnen habe ich jetzt schon überzogen. Jetzt müssen wir dieses große Teil hier auch noch überziehen. Mache ich auch wieder mit diesem Stoff und natürlich mit dem Flüssigkleber. So, und jetzt schneiden wir hier einfach knappkantig wieder ab. So, ich habe jetzt alle Teile und jetzt werde ich die Armlehnen jeweils rechts und links an dem Hauptteil befestigen. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier und hier vorne noch ein Stück grauen Filz hingeklebt, dass man einfach das Weiße vom Taschentuch nicht mehr sieht. Und jetzt machen wir uns aus diesem grauen Stück Papier noch eine Rückenlehne für hier hinten. So, das ist meine hintere Lehne. Ich habe die hier links und rechts schon Kleber drauf gemacht und das klebe ich jetzt einfach hier hin. So, darf ich vorstellen, unsere Couch. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch ein paar Kissen und dann zeige ich sie euch gleich nochmal. So, tada! Hier ist unsere neue Couch. Ich finde, die ist richtig schön geworden. Die passt da auch perfekt hin. Also die Lehne ist hier voll eben mit diesen Ablageflächen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie findet ihr denn dieses Sofa? So, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr das Sofa ja auch nachmachen. Dann könnt ihr mir auch gerne ein Foto schicken bei Instagram. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ganz liebe Grüße gehen heute raus an Best Playmo Story, an Mesut Unzundal und an Josephine Delvo. Ganz liebe Grüße an euch drei. Links und rechts könnt ihr jetzt noch auf 2 weitere Videos tippen, wenn ihr noch mehr Geschichten und Playmo Specials von uns anschauen wollt. Und hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video von uns gibt.